Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach einem Ticket und heute habe ich das Spiel Dragonstorm Fantasy. Ich werde es mal starten. Ich habe das gestern gespielt gehabt, mir schon gestern runtergeladen. Ich bin da mittlerweile bei 200, was war das, 232. Ging ganz schnell, ganz, ganz schnell. Und bin jetzt gerade auf dem Weg zu meiner zweiten Verwandlung. Tipp, 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 tipp. Irgendwo. Ich mach mal Vollbild rein. Schön. Dann sieht man auch ein bisschen mehr. Da ist mein Krieger. 229. Und dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier alles kriegen. Abholen. Dann hier die Diamanten abholen. Ah, eine Kiste abholen. Aber mit den Glyphen habe ich Probleme. Ich habe jetzt schon zu viele Glyphen. Ich weiß nicht, wie ich die loswerde. Abholen. Das wird auch gleich sehen. Hier. Was ist denn jetzt da? Jetzt aktivieren. Nein. Verwenden. Ach, ich darf nur einen aussuchen. Egal. Na gut. Ich renne da ganz easy durch die Dungeon durch, weil ich bin viel zu hoch in den Level. Weil ich die ganze Zeit vergessen habe, das eine weiter zu machen. Und habe die ganze Zeit weitergespielt gehabt. Dadurch wurde halt mein Charakter sehr stark. Und das sind Level schon sehr weit hoch. Seht ihr ja, wie er das Leben verliert. Der war noch nicht mal beim ersten Fluchtpunkt angekommen. Hier muss ich jetzt ein paar Sachen zerstören. Ich habe hier sehr viele Sachen, die grün sind, also die halt sehr gut sind. Problem ist nur, ich kann die nicht anlegen. Ich brauche meine nächste Verwandlung dafür. Jetzt habe ich nur noch grüne Sachen. Okay, den kann ich ja auch wegmachen, ja. Ich hoffe ja, dass ich heute jetzt meine zweite Verwandlung bekomme. Damit ich die anderen Sachen da anlegen kann. Erste Brief, was ich nicht nehmen kann.
zweite Brief. Und das sind hier alles voller Glyphen und Sachen, die ich nicht ausrüsten kann, weil meine Taschen voll sind. Abholen, bestätigen, erweitern, brauchen wir nicht. Die Kiste öffnen. Ach, noch mehr Glyphen. Geht nicht. Krieg ich nicht. Kein Platz mehr. Ich wollte damit warten, bis ich meine andere Rüstung anlege. Mit der Verbesserung. Nicht, dass ich jetzt die Rüstung verbessere und danach wegschmeißen kann. Weil sie umsonst verbessert. So sehe ich das zumindest. Weil bei mir ist ja auch nicht mehr viel, was da fehlt. Eine neue Hose angelegt. Oh, ich werde langsam jetzt blau. Die himmlischen Flügel, die kann ich ja verbessern. Was gibt's hier Neues in der Gilde? Nichts, nichts, nichts. Beute. Okay. Ach, geht nur, wenn ich VIP bin. Ah, 20 Mal. Glücksrad einmal drehen. Glücksrad einmal drehen. Okay. Nochmal drehen. Und nochmal drehen. Oh, weia, so viel Geld. Was soll ich mit so viel Geld? Ich habe 4 Millionen. Oder fast 5 Millionen. Eine Stufe Runde 8. Eine Stufe Runde 9. Wie weit geht das? Stufe 10. Belohnungen. Ich krieg gleich wieder Post hiervon. Das sind auch nochmal 10. Ah, es geht noch mit VIP auch. Das sind 400. Aber ich habe ja genug Diamanten. Aber die könnte ich auch so machen, die Queste. Das sind ja ganz normale Queste. Ich glaube, das hatte ich auch gestern einmal gemacht. Ich habe es laufen lassen. Machen wir erstmal was anderes hier.
verbessern. So, Stärke 40. Stärke 5. Und Stärke 2, 1, 1. Und der letzte, fertig. Super. Ach komm, das war den auf 40. Ich wollte eigentlich schon, wie hoch das geht. Es geht anscheinend sehr weit hoch. Abholen. Und den auch abholen. Schön. Haben wir hier alles. Ich habe Drachenglyphen. Wo werde ich die Drachenglyphen los? Verstärken. Der ist noch nicht freigeschaltet. Ich habe keine Ahnung, was wir mit den Drachenglyphen machen. Abenteuer. Okay. Abholen. Schon wieder Drachenglyphen. Göttliches Gebet. Hier abholen. Dann holen wir noch das hier ab. Öffne 10. Kann ich nicht. Gehen wir in Lager rein. Hier gibt es die Drachenglyphen. Nicht genug Platz im Rucksack. Ach nee, nee. Und noch mehr Glyphen. Hier unten ist die eine Quest, wo ich sagte, die ich gestern so laufen lassen habe. Ich möchte ja meine zweite Verwandlung machen und dazu... Warte mal... Ist das jetzt eine Raid eigentlich? Jo. Ich kämpfe alleine gegen Raid-Boss. Ich bin ja eigentlich sehr hoch mit den Level. Die sind 110, ich bin 233 mittlerweile. Also ich müsste es ja eigentlich schaffen. Da macht ihr bei mir auch irgendwie fast keinen Schaden. I know you can do it.
Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich wollte ja, okay, da komme ich gar nicht jetzt hin. Schade. Und wenn mir das ein super Angriff macht bei mir, Schaden. Tja. Ich bin irgendwie ein bisschen zu stark. Da, Erweckung. Da kann ich jetzt raufgehen. Erweckung. Ich möchte die Erweckung hier fertig machen. Zweite große Erweckung. Und muss jetzt noch die Dungeon machen. Das habe ich jetzt fertig. Schön. Dann gehe ich gleich mal in der Dungeon und mache die nächste Erweckung. Kämpft noch einmal hier gegen den Raid Boss, der hat hier nur noch 24 Leben, 23. Also jede Sekunde verliert er eigentlich mein Leben. Also noch 15 Sekunden. Ich kriege meinen Drachen auch nicht mehr voll aufgeladen. Weil bevor er voll ist, ist der Kampf meistens schon vorbei. Super. Oh, schon wieder Sachen zum Verschenken hier. Dann bin ich auch schon Stufe 83 gleich. Ah, Mist. Ich war zu langsam. Anlegen. EPs verwenden. Aufmachen. Okay, wo ist das jetzt? Da, 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 da und da. Das war's. Mal durchgucken, vielleicht habe ich was übersehen. Ne, perfekt. Ist was hier auch so. Okay, ich soll einmal zum Schlachtzug gehen, kein Problem. Na. Dungeon. Ich soll eine Dungeon machen. Welche Dungeon? Das stand da nicht. Geh zur Dungeon nur. Normal, einfach habe ich schon alles fertig gemacht. Welches Level haben die Monster? Jawohl. Ich muss die Fee beschützen. Oder 11. Ich kann noch hier Trank nehmen für mehr EPs. Den Ball kann ich mich noch ein bisschen verstärken. Synchronisieren. Der Juwelen können wir auch noch machen. Leiter wieder verbessern. Ja.
alles schon erreicht hier. Ah, jetzt bin ich hier. Macht des Feuers. Macht des Lichtes habe ich schon fertig. Es kommt Macht des Feuers. Ah, die kann man sich nicht anschauen. Macht des Eises. Erfolge kriege ich manchmal auch noch ein bisschen Stärke dazu. Ja, diesmal nicht. In der Kammer. Ah, der Drachenglyphen abbrechen. Abholen und abholen. Gleich habe ich keine roten Diamanten mehr. Ach, da kriege ich wieder einen. Schön. Oh, meine Energie. Der ist 230. Ich bin nur 235. Also nur 5 Level Unterschied. Deswegen sieht es jetzt gerade auch so knapp aus. Dann mal schauen, ob ich mich noch schnell verstärken kann hier. Okay, beim Abholen kann ich mich nicht verstärken. Aber vielleicht durch die Sachen, die ich da kriege. Da war zum Beispiel was für ein Begleiter, für einen Drachen. Mal, zweimal sind 30, einmal 25 weg, einmal 10, aber hier 5-mal noch. Das ist, weil ich habe nicht die Diamanten. Alles abholen. Geht nur über Premium. Gehen wir zurück. IPs. 5 Level gerade gemacht, schön. Ah, Glyphen. Ich kann die Glyphen nicht mehr sehen. Oh, ich bin tot. Aber kein Problem, ich bin wieder da. Solange die Fee noch lebt, ist die Dungeon nicht vorbei. Ich muss halt immer meine 5 Sekunden warten, bis ich wieder gespawnt werde. Alles Gute zum Geburtstag, Samantal. Ja, das war's mit dieser Dungeon. Hab nur einen Stern gekriegt. Hier steht auch, will ich nicht schaffen. Die werde ich noch schaffen können. Okay, die ist einfach. Die ist für Level 195. Ich bin 200, was war ich jetzt? 39? 37. Das Reittier. Ich möchte eigentlich nur mein Widder hier ausbauen, weil ich den am besten finde.
mein Begleiter. Da finde ich die hier eigentlich am besten. Aber irgendwie weiß ich nicht, wie diese kämpfen kann. Die Flügel sehen auch cool aus, die roten, die himmlischen allerdings auch. Aber ich glaube, hier werden die himmlischen besser zupassen. Aber wie ich den anlege, das weiß ich auch nicht. Mein Drache ist jetzt Level 7. Achtzig Aktivitäten. Naja. Flüge wieder. Auch ein Level ab. Die Dungeon ist geschafft. Und 3 Sterne, schön. Jetzt will ich aber einmal kurz hier rausgehen. Ich möchte endlich meine Erweckung haben. Erweckung. Ich drücke mal da drauf, schauen, was passiert. Führt mich direkt in der Dungeon rein, wo ich rein muss. Das ist mal geil. Und ich habe gerade geschaut, wo muss ich rein. Warum nicht gleich so? Die Erweckung kommt. Meine Taschen werden leerer. Jawohl. Noch 71 Leben hat der. Oh, das ist aber ganz schön hart. Ich bin 47 Level über den. Und ich habe Probleme. Mich ein bisschen stärker machen. Hilft das? Alles inaktiv. Ach Mensch. Oh, ich bin tot. Niederlage. Ich krieg die Erweckung nicht hin. So ein Mist. So ein Mist, das kann doch nicht wahr sein. Hier sind jetzt die ganzen Glyphen noch mal zu sehen. Oh, da, das kann ich doch nehmen. Das auch. Ja. Erfolge. Meine Erweckung ist leider fehlgeschlagen. Einmal drehen. Okay. Alles extra hier.
Welches Level bin ich jetzt? Immer noch 237, jawohl. Täglich. Warum leuchtet immer täglich? Das tägliche nervt. Also da komme ich nicht weiter. Da komme ich nicht weiter. Das könnte ich gleich mal machen. Solo-Bosse. Bis 210 will ich. Voll. Dein Ausdauer ist voll. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier auf 110 und machen hier weiter. Beginnen. Schauen, wie schnell der down ist. Der Schlechter. Ich glaube, das bringt mir auch nichts weiter, oder? Erstens, ich kriege voll wenig EPs immer, wenn ich hier gegen so einen Hyopai kämpfe. Das werden wir gleich mal sehen. Na komm schon. Das wegmachen. Und ich bin hier alleine, brauche ich das auch nicht. Wir wollen ein bisschen was sehen. Er hat keinen Buff. Ich bin der Auserwählte. Fenrir 6. Richtig cooler Name. Übrigens, ja. Oh, komme ich zur Verwandlung? Schaffe ich die Verwandlung noch? Komm schon, du hast dich heute noch nicht verwandelt. Ja, genau, von dieser Seite. Da sieht man die Drachengestalt mehr. Da. Jawohl. Und jetzt in der Eisfee verwandelt. Das ist immer normal. Man verwandelt sich am Anfang einmal als Drachen, dann macht man die Hauptfähigkeit des Drachen. Da hat er nur eine und dann verwandelt man sich in der Eisfee und da kämpfst du so lange in der Eisfeengestalt.
Oh, da gibt es aber viele Klamotten. EPs gibt es auch. Oh, aber nicht so viel. Oh, da ist noch was Rotes. Und Level 92. Nice. Ich weiß aber auch gar nicht, wofür das Level da ist. Abholen. Löschen. Abholen. Löschen. Abholen. Löschen. Und da kommen wieder nur die Glyphen. Okay. Anlegen. Nice. Jetzt habe ich was Rotes. Rot, blau, grün. Den Bogen kann ich nicht benutzen, weil ich bin ja ein Krieger. Okay. Schon wieder was Neues. Eine Minute. Okay, ich muss da mal aufhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ach, es noch das Anlegen. Perfekt. Was ist das? Na egal. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.